Lektion 42. Gott ist meine Stärke, die Schau ist seine Gabe. Der heutige Leitgedanke verbindet zwei sehr wirkungsvolle Gedanken miteinander, beide von größter Wichtigkeit. Zugleich zeigt er eine Ursache-Wirkung-Beziehung auf, die erklärt, warum deine Bemühungen, das Ziel des Kurses zu erreichen, nicht fehlschlagen können. Du wirst sehen, weil es der Wille Gottes ist. Es ist seine Stärke, nicht deine eigene, die dir Macht verleiht. Es ist seine Gabe anstatt deiner eigenen, die dir die Schau schenkt. Gott ist meine Stärke. Gott ist die einzige Ursache, die es gibt. Gott ist die Ursache für meine Heiligkeit. Gott ist die Ursache dafür, dass ich der Sohn Gottes bin. Gott ist die Ursache dafür, dass ich alles habe und alles bin, dass ich keinen Mangel habe und dass es mir an nichts fehlt. Gott ist die Ursache dafür, dass ich vollkommen bin. Gott ist meine Stärke. Meine Talente oder meine Stärken, die ich auf einer Liste aufzählen würde, wo es dann auch die Schwächen gibt, nämlich das Gegenteil, die sind nicht wirklich. Und ich kann mich letztlich nicht wirklich auf meine eigenen persönlichen, individuellen Stärken verlassen, denn sie werden mich eines Tages verlassen. Das Einzige, was mich nie verlässt und was immer da ist, zu jeder Zeit, an jedem Ort, egal in welcher Situation ich bin, auf das ich immer zählen kann, ist die Stärke Gottes. Mir geschieht es manchmal, dass ich morgens aufwache und entweder habe ich nicht gut geschlafen oder aber ich wache auf mit einem Angstgefühl, mit einem mulmigen Gefühl. Und wenn ich mich dann mit Gott verbinde, ich gebe dem gar keine Energie mehr. Ich merke nur, okay, das ist so, dann verbinde ich mich mit Gott. Und manchmal kann es ein bisschen länger dauern, aber in jedem Fall ist es so, dass wenn ich mich mit Gott verbinde und mich auf seine Stärke, auf ihn beruhe, zurücktrete, dass ich dann im Laufe des Tages, das ist vollkommen weg, diese ganze Mulmigkeit, die ganze Angst oder auch, dass ich wenig geschlafen habe, macht mir gar nichts aus, ich merke das gar nicht. Gott ist meine Stärke. Gott ist meine Stärke. Und so geht es mir in vielen Situationen. Wenn ich denke, dass ich schwach bin, dann berufe ich mich auf Gott. Ich verbinde mich mit Gott. Er ist meine Stärke. Und dann verändert sich meine Wahrnehmung. Und wenn es nicht gleich ist, dann dauert es ein bisschen, aber sie verändert sich. Die Schau ist seine Gabe. Mit seiner Hilfe kann ich sehen. Nur mit Gott kann ich sehen. Nur mit Hilfe der Führung des Heiligen Geistes kann ich sehen. Der Heilige Geist ist eine Gabe Gottes an mich. Er führt mich durch die Dunkelheit zum Licht, damit ich sehen kann, damit ich die Schau erlange. Gott ist meine Stärke. Die Schau ist seine Gabe. Und da es nur eine Ursache gibt, nämlich Gott, weil eine Illusion, die Ursache einer Illusion, ist genauso unwirklich wie ihre Wirkung, muss es ja sein. Und daher gibt es nur eine einzige Ursache, und diese Ursache ist Gott. Und weil Gott diese einzige Ursache, die Ursache meiner Stärke ist, kann ich gar nicht scheitern, um das Ziel des Kurses zu erreichen. Um das zu erreichen, was der Wille Gottes ist. Ich kann nicht scheitern. Ich muss nur zurücktreten, ihn kommen lassen, nicht hervortreten, zurücktreten.
Vertrauen. Loslassen, was ich gemacht habe. Meine Angst, meine Mulmigkeit, all meine Dinge, die ich gemacht habe. Die Ziele, die individuellen, persönlichen Ziele, die ich denke, die für mich wichtig sind. Nein, zurücktreten. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Nicht mein kleines Wünschen. Ich habe auch nur einen Willen und das ist der Wille Gottes. Wie könnte ich denn einen anderen Willen haben? Das ist doch nur Illusion. Alles, was vom Ego kommt, was unwirklich ist, kann nur gleichermaßen unwirklich sein. Gott ist in der Tat deine Stärke und was er gibt, ist wahrhaft gegeben. Das bedeutet, dass du es zu jeder Zeit und an jedem Ort empfangen kannst, wo immer du bist und in welchen Umständen du dich auch immer befindest. Deine Reise durch Zeit und Raum ist nicht dem Zufall überlassen. Du kannst nicht anders als zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Dergestalt ist Gottes Stärke. Dergestalt sind seine Gaben. Was bin ich doch gesegnet als Sohn Gottes? Alles, er hat mich erschaffen wie sich selbst und alles, was sein ist, ist mein. In ihm ist kein Zweifel. In ihm ist einzig Zuversicht. In ihm ist wahres Sehen. Ich kann nicht scheitern. Weil er mir gibt, er gibt es mir. Es kommt von ihm, nicht von mir. Es kommt aus der Größe, nicht aus meiner Kleinheit. Es kommt aus dem, was wahr ist. Der heutige Leitgedanke ist ein erster Schritt dahin, Gedanken zusammenzubringen und dir zu zeigen, dass du dich mit einem geeinten Denksystem befasst, in dem nichts fehlt, was nötig ist und das nichts enthält, was widersprüchlich oder unerheblich wäre. In Gott gibt es keine Dualität. Dualität ist nicht von Gott und diese gesamte Welt hier, alles, da gibt es keine Ausnahme, beruht auf Dualität. Und das alleine zeigt uns schon, dass diese Welt nicht von Gott sein kann. Er erschafft nichts, was ein Gegenteil hat. Gott ist eins und er kann auch nur erschaffen wie sich selbst. So bin ich eins. Das ist mein Wahres. Wenn ich mich als konflikthaft wahrnehme, wenn ich Traurigkeit wahrnehme, wenn ich Angst wahrnehme, das ist nicht mein wahres Sein, das bin ich nicht. Lass mich zurücktreten. Hilf mir zurücktreten, hilf mir vergeben, ich will erlöst sein. Hilf mir vergeben, hilf mir zurücktreten. Ich will Frieden haben. Danke dafür, Vater, danke für diesen Gedanken, den du uns heute schenkst. So oft ich kann, so oft ich will mich oft, sehr oft an ihn erinnern. Gott ist meine Stärke, du bist meine Stärke. Die Schau ist deine Gabe an mich. Mit deiner Hilfe kann ich sehen. Ich kann nicht scheitern.